Hi Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Tomb Raider The Legend of Duken. Oder so ähnlich. Ich habe einen neuen Move gefunden. Ja, ich meine, guckt euch das mal an. Ich springe und zack, drehe ich mich wie ein Verrückter. Das kann aber tatsächlich sinnvoll sein, wenn man nämlich springen will und dann sich direkt drehen will. Zack. Voll cool, oder? Man muss einfach springen und rückwärts drücken, was auch immer das jetzt für einen Sinn hat. Ich habe aber noch was anderes gefunden. Ich nerv euch ja nicht umsonst hier. Ich habe nämlich die Rue... Wo stand es da? Rue Dominique. Das hier. Hier in dieser Straße wohnt irgendwo Pierres Ex-Freundin. In welchem Haus könnte sie sich bloß befinden? Lass mich raten, die Rue Dominique erstreckt sich über die Dächer. Nee, ich komme da auch nicht hoch. Hätte ich eigentlich gedacht. Dadurch vielleicht? Okay, das heißt, deine Wegangabe war schon mal relativ falsch. Vielleicht bei der Rue Dominique. In der Kirche, genau. Vermutlich eine sehr gute Idee. Hallo? Ich dachte, das wäre eine Kirche. Also, ich meine ja nur, ich habe ja nur gedacht, weißt du? Hallo? Du kannst doch diesen armen Sack da nicht verprügeln. Ist voll böse. Nee, aber ja, das hier ist die Kirche, ist nichts los, aber kann ich auch ein bisschen rumballern. Hallo, Fettja. Hey, Mademoiselle, weg von den Seilen. Okay. Hübsche Uhr. Was? Ihre Uhr. Hübsch. Spreche ich zu schnell? Okay, Schwester, raus hier, sofort. Wie wär's mit einer Wette? Was für eine Wette? Die beiden Kerle im Ring. Wie heißen sie? Hey, Lady. Los jetzt, wie heißen sie? Okay, mach schon mal dein Testament. Der Kerl mit den Tattoos heißt Zack, der andere ist Carl. Warum nicht gleich so? Ich setze mein ganzes Geld gegen ihre Uhr. Wetten, dass ich die Kerle auf die Matte schicke. Hast du 200 Euro, Baby? Klar. Okay. Hey, Zack, Carl, die Lady hier wettet, dass sie euch auf die Matte schickt. Stopft ihr das Maul. Vorsicht, sonst will ich auch noch ihr neckisches Goldkettchen kleiner. Treib's nicht auf die Spitze, Baby. Also, gegen wen willst du dein Geld verlieren? Lara, wie wär's mit gegen gar keinen? Nehmen wir Carl. Egal, nehmen wir Carl. Egal, nehmen wir Carl. Was? Sie hat doch gesagt, sie will die Leute auf die Matte schicken. Dann muss ich doch jetzt kämpfen. Was passiert da gerade? Das hättet ihr nicht langweiliger initialisieren können, ne? Ja, das Leben ist grausam, Baby. Was? Es hieß doch, ich sollte... Hä? Okay. Das war jetzt sehr, sehr toll. Wetten, hätte ich Zack genommen, hätten wir uns genau dasselbe angeguckt und Zack wäre umgefallen. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 180. Das ist ja super. Also merken, hier kann man hingehen, wenn man sein Geld verlieren möchte, ohne dass man Kontrolle darüber hat in irgendeiner Form. Ich habe hier den größten Dobermann, den Sie jemals gesehen haben. Ich weiß. Ich dachte nur, weil das hier liegt in der Nähe von der Rue Dominique. Denn da sollen wir jetzt hin, zu der Freundin von dem Dings da, Pierre. Aber... Da steht es doch. Rue Dominique. Richtig? Ja. Das ist also hier. Dieses Haus. Aber in diesem Haus ist nichts. Ich kann das nicht öffnen. Da ist auch kein Codepad, wo ich das Schlüsselwort, was ich bekommen habe, eingeben könnte. Das Passwort. Nein, hier ist nichts. Ist das da vielleicht... das da?
Nee, da kann sie nicht rein. Auch wenn die Kamera sich hier so schön dreht, aber es bringt mir auch nichts. Das da. Lara, nach oben. Okay. Ist ja schon mal was. Der irgendwas. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche jemanden. Einen gewissen Bouchard. Das hier ist ein Kräuterladen. Wir führen Arzneien und Pflanzenextrakte. Er ist also kein Kunde von Ihnen. Ein Kunde? Nein. Möchten Sie etwas kaufen? Es gibt eine Story über einen Türsteher aus dieser Gegend. Kennen Sie die Geschichte? Der Türsteher ist Bouchards Leibwächter. Wenn ich ihn finde, finde ich auch Bouchard. Ja, vermutlich. Was brauche ich alles? Geld und ein Kennwort. Wer weiß das richtige Kennwort? Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, trotzdem danke. Ja, ein Hochelf. Aber nicht nur ein Hochelf, sondern auch noch ein gedankensprechender Hochelf. Tja, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Das ist, glaube ich, der Satz, den ich in diesem Let's Play bisher am häufigsten gesagt habe oder so. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Auch, dass ich diesen Satz gesagt habe, bringt uns jetzt nicht so viel. Oh Gott, ist doch unmöglich. Ne, guck, hier ist diese Rue de Piolet oder so. Piolet, was weiß ich denn. So, wenn man jetzt... Da geht's weiter. Wenn man jetzt hier hoch weitergeht, trifft man nochmal auf dieses Zeichen. Rue de Piolet, hier rechts. Hör auf. Hier rechts, was bedeuten würde, ey Junge, da hört sie auf. Und hier ist die Rue Dominique. Da wollte ich hin. Und hier soll jetzt irgendwo das Kennwort sein. Rue Jardin, da wollen wir nicht hin. Rue Dominique, die suchen wir. Das da ist immer noch Dominique und geht auch hier lang weiter. Okay. Ich glaube, wir kommen der Sache. Nee. Rue Dominique 17, das ist die Adresse. Das ist das Keypad. So, ihr denkt euch wahrscheinlich, Marco, da waren wir ja schon mal. Ja. Hallo? Da, Francine. Rue Dominique, Code 15328. 1, 5, 3, 2 und als letztes die 8. So, jetzt würdest du erwarten... Okay, dieses Mal funktioniert's, was? Kannst du mir irgend... Ich möchte das gerade nochmal von außen sehen. Darf ich, ja, doch, okay, gebe ich euch, ergibt schon Sinn. Kann man so machen. Alles klar, warum auch immer sie ihren Eingangsraum mit der Garage verknüpft. Und wie auch immer sie mit diesem Fahrzeug durch die Straßen kommt. Aber okay, kann man machen. Sie fährt die Straßen einfach um. So krass ist die Francine, ja? Typisch Ex-Frau. Es hieß doch gerade Friedhof. Hä? Hallo? Bouchard ist in der alten Kirche. Suchen Sie das Mausoleum auf dem Friedhof. Von dort kommen Sie unter die Kirche. Ist das der beste Weg? Anders kommen Sie an dem Wachposten nicht vorbei. Und passen Sie auf, dass Sie nicht vom Sims fallen. Das ist Berufsrisiko. Willkommen in Paris. Okay. Du weißt schon, dass du sehr komische Musik hörst. Ah, vermutlich soll ich in die Richtung. Dann lass mich aber erstmal wieder rein. Okay, ich sehe schon. Es war eine Einwegtür, Leute. Es war eine Einwegtür. Typisch. Lass mich speichern. Überall die fucking Einwegtüren. Hallo? Ich glaube, da kommt ein Helikopter. Jetzt allein vom Geräusch nachzuurteilen.
Ah, okay, Moment. Das da hinten ist der Park. Okay, hier komme ich hoch. Denn es gibt zum Friedhof keinen normalen Weg. Jeder Mensch, der zum Friedhof möchte, um seine Toten zu ehren, klettert immer über dieses Dach hier. Das stört jetzt auch keinen, ne? Also in dem Haus wohnen 20 Leute oder so. Und wir haben gerade die Hälfte des Dachs abgerissen. Aber das stört jetzt auch keinen. Das ist ganz normal hier. Willkommen in Paris. Was zur Hölle? Das ist doch alles Schwachsinn. Die Hälfte von dem Zeug, das hier passiert, ist Schwachsinn. Guck mal, da haben sie eine Tür zugemauert, weil sie schon benutzt worden ist. Und wir wissen ja, wenn hier eine Tür benutzt wird, ist sie danach kaputt. Für immer. Kann dann nicht mehr benutzt werden. Ich möchte jetzt kurz da runter, mal schauen, was da unten so los ist. Das passiert gerade in der Hoffnung, dass ich wieder hoch darf. Hoffentlich ist das da kein Einwegrohr. Man weiß ja nie. Ich bin nicht stark genug. Was? Okay, was kann ich hier umtreten? Die Tonne? Nee, vermutlich muss ich jetzt erstmal da oben irgendwie stärker werden und dann kann ich diese Tür da öffnen. Fucking Einwegtüren und fucking Superstarktüren. Und die Stadt ist voll mit dem Zeug. Lara, ja. Guck mal, neben dir. Danke. Ja, jetzt noch ums Eckchen schlängeln und dann hoch. Super. Geht ja doch. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man sich da irgendwie festhalten kann, da oben. Okay, schnell. Bitte, bitte. Und mach dir kein... Du musst dich ducken, Zeug. Oh ja, Lara. So, danke. Gut, dass ich sehe, wo ich hinspringe. Ich denke mal, ich muss mich fallen lassen. Zack. Ja, Leute, wir sind auf dem Friedhof. Und ich fühle mich auch so, als gehören wir hier hin. Diese Musik, ne? Ich muss zugeben, die macht mich ein kleines bisschen... regt die mich auf. Dü-dü-dü-dü. Schau dich um. Dü-dü-dü-dü. Wir suchen das Mauso. Hallo? Ja, das ist vollkommen normal. Auf einem vollkommen normalen, offenen Friedhof, öffentlichen Friedhof, platzieren sie einen Wachhund, der versucht, die Besucher zu töten. Das ist vollkommen normal. Paris ist schon eine verdammt komische Stadt. Stell mal vor, du bist nicht stark genug, um die Friedhofstür zu öffnen. Dann hast du ja direkt schon mal verschissen. So, da kommen wir nicht mehr durch. Das da hinten? Da reagiert sie auch nicht wirklich drauf. Lara! Wir probieren mal alle Türen hier, wobei die sehen alle nicht so wirklich aus, als könnte man da durch. Ach, ich sehe schon. Ja, gut. Warum auch immer ich darauf jetzt nicht gekommen bin. Aber ich komme auch nicht drauf, ne? Also jetzt so von der Höhe her, meine ich. Okay, das geht. Könnte ich jetzt theoretisch... Das war die Theorie. An der Praxis arbeiten wir nochmal. Ich kann da hoch? Darüber. Und... Meine Freunde, zack!
Und diesen Weg nehmen die immer. Immer wenn die sich auf dem Friedhof bewegen wollen. Ich bin wollen. Stärker. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Leute, versteht ihr, was hier los ist? Versteht ihr, was hier los ist? Da war jetzt nichts als diese Tür. Ich musste wahrscheinlich jetzt die Tür zerstören, damit ich die andere Tür, die normale Tür, öffnen kann. Vermute ich jetzt zumindest mal, aber für dieses Spiel klingt es ganz plausibel, denke ich. So, darüber möchte ich gern. Ach, dahin komme ich ja gar nicht. Ich versuche gerade das da vielleicht. Uah. Ganz ruhig, Lara. Nee, sieht nicht so wirklich richtig aus. Das da war die, ich bin stark. Oh, fuck! Wo kommt das Ding denn her? Lara, deine Waffe. Deine Waffe. Okay, steck sie nochmal weg. Deine Waffe, jetzt aber, komm. Deine Waffe. Deine Waffe! Gut, steck sie nochmal weg. Machen wir es jetzt ganz ruhig. Okay. Boah. Ja, Leute, ich bin wieder da. Nachdem sie eben die Waffe nicht rausziehen wollte, weil das ist etwas für die uncoolen Kids. Aber Lara ist ja kein uncooles Kids. Hä? Egal, jetzt solltest du doch... Okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe das schon. Ich nehme das jetzt auch gar nicht persönlich oder so. Irgendwie bin ich doch hier hingekommen. Glaube ich zumindest. Ich war vorher nicht hier und ich bin jetzt hier. Das heißt, ich bin irgendwie hier hingekommen. Aber wenn es keinen Ausweg... Ist das wieder... Ist das da hinten? Das da hinten? Ist das wieder eine Einwegtür? Verdammte Einwegtüren. Wenn ich da reingekommen bin, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, durch welchen Weg ich rein bin. Sieht so aus, als würde da was hängen, oder? Ja, okay, lass fallen. Da, hier links von mir, da hängt doch was. Kann ich da dran? Man kann's ja versuchen, Mann. Nein, naja. Was soll ich jetzt tun? Was genau? Vielleicht einfach da über den Zaun. Nee, es sieht nicht so aus, als wäre es machbar, aber ich versuch's mal. Da darf ich bitte mal. 22. Da, das ist der Safe. Oder? Ich glaube, der andere war weiter. Nee, es ist... Okay. Ah, super. Großartig. Also. Ja, Lara. Wir sehen uns gleich wieder.